Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Start Your Valley. Silke, ich habe dir heute in der Kneipe einen richtigen Leckerbissen zubereitet. Hau rein, dein Freund Gas. Oh, wir haben gebackenen Fisch bekommen. Na gut, das heben wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen auf. Dann wollen wir mal schauen, ob hier irgendwas erntebereit ist. Jawohl, Pastinaken und Knoblauch ist hier erntebereit. Sehr gut. Der Blumenkohl hier unten, der braucht noch etwas. Die Bohnen brauchen auch noch 2 Tage. So, den Knoblauch behalte ich, das behalte ich. Das kommt alles weg. 2 Mark Käse auf jeden Fall auch weg. Dann werde ich mir noch mal Blumenkohl hier ansehen. Komm mal her hier. So, alles schön voll mit Blumenkohl. Und wir haben, denke ich mal, auch noch ein bisschen Zeit, um Knoblauch anzubauen. So. Knoblauch wächst auch noch mal sehr gut und vielleicht haben wir sogar noch Zeit, um einmal Kartoffeln anzubauen. Das müssen wir mal sehen. So, dann müssen wir erstmal unsere ganzen Hühnchen hier knuddeln. Oh Gott, da habe ich zu. Nein, da möchte ich gerne aufmachen. Und wir haben eine Entenfeder bekommen, die wir fürs Gemeinschaftshaus brauchen. Wunderbar. Und wir haben ein Dinosaurier-Ei. Was ich Gunther zeigen kann. Sehr gut. Es läuft. Es läuft. Wir kommen langsam, aber sicher vorwärts hier. So. Dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal melken. Dann brauchen wir unsere Schere auf jeden Fall für das Schäfchen. Oh, lass mich mal raus hier. Wunderbar. Die Schere kommt hier zurück. Oh ne, habe ich jetzt das Ei reingetan? Ja. Wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Den Trüffel nehmen wir noch mit. Ich denke mal, da wird es auf jeden Fall noch mal woanders auch Trüffel geben. So, das dort rein. Das dort rein. Die Milch. Kommt hier hin. Das Trüffel kommt da rein. Das Ei hier rein. Das hier rein. Das hier rein. Trüffelöl könnte ich theoretisch gesehen mal aufheben. Das brauche ich, glaube ich, für die Fässer, oder? Oder für die. Nee, brauche ich gar nicht für die Dinger. Aber für so ein Kristallarium brauche ich immer das. Ah nee, komm, ich pack's erstmal. Ich pack's erstmal weg. So, dann haben wir. Ich habe immer noch nicht den Weg gebaut hier. Ich habe immer noch nicht den Weg gebaut hier oben. Haben wir eine weitere Wildpflaume bekommen, die können wir aber verkaufen, die brauchen wir nicht wirklich. So, aber in unserem Gewächshaus müsste ja vielleicht auch. Oh ja, die Kürbisse sind fertig. Wunderbar. Und Blaubeeren sind auch fertig und Sternenfrüchte sind auch fertig. Jawohl, sehr gut. Also die goldenen behalte ich, die restlichen, obwohl Sternfrüchte werde ich wahrscheinlich alle behalten. Da haben wir noch Rüben. Da haben wir noch 10 Rüben. Ja, komm. So, die Rüben packe ich hier hin. Die Sternfrüchte kommen hier hin. So, damit kann ich auf jeden Fall schön viel Geld machen. Jetzt ist das aber alles natürlich wieder leer. So, ich hoffe doch mal, dass bald mal meine Apfelbäume hier
wachsen, so wie ich mir das vorstelle. Aber Sternenfrüchte, da kann man auf jeden Fall richtig gut was draus machen. Also, das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold. Die werde ich noch behalten. Blaubeeren verkaufe ich. Rhabarber habe ich hier, glaube ich, auch dreimal. Die Wildpflaume hebe ich nicht. Okay. Alles soweit fertig. Das heißt, wir müssen jetzt zum Gemeinschaftshaus gehen, die Entenfeder abgeben, nachdem ich hier ein bisschen was verkauft habe. So, den Teller, komm, den kann ich auch verkaufen. Den Kiefernsamen behalte ich. Und ich brauche auf jeden Fall Hartholz. Ich habe 118 Hartholz gerade mal. Ich brauche aber leider ein bisschen mehr, um mein Haus auszubauen. Ich brauche 150 Hartholz insgesamt. Das ist schon richtig viel. Und wir bekommen, glaube ich, immer nur 18 Stück aus dem... wir bekommen, glaube ich, 18 Stück immer nur raus. Und morgen ist auch die Hochzeit. Ich werde auf jeden Fall meine Geoden noch mitnehmen. So, also hier haben wir die Äpfel und hier brauchen wir die Entenfeder. Damit ist das Bündel auch komplett und wir bekommen einen Saatgutstreuer und brauchen nur noch 3 Äpfel. Dann haben wir das Gemeinschaftshaus komplett fertig ausgebaut. So, warte mal, das nehme ich mal mit, das nehme ich mit. Das nehme ich auch alles mal mit. Kann ich zwar, glaube ich, die Fasern jetzt noch nicht so gebrauchen, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Aber den Saatgutstreuer, den packe ich natürlich in unser... Den packe ich natürlich in unser... in unseren Schuppen. So, das kommt alles hier rein. Ne, Moment. Entenfeder habe ich ja abgegeben. Ja, stimmt. Stimmt, die Entenfeder ist ja weg. So. Dann kommt der Saatgutstreuer hier unten hin. Dann haben wir hier ein bisschen was fertig. Ich glaube, Eier hatte ich ja noch. Ein Ei habe ich noch gehabt, ja. Den Stoff kann ich auch erstmal hier drinnen lassen. Sicherheitshalber. Ach nee, ich muss noch zu Gunther das Dinosaurier-Ei hinbringen. Das wollte ich noch machen. Und dann wollte ich mal schauen, ob ich hier vielleicht... Ne, da habe ich nichts mehr drin. Keine Geoden oder so. Das heißt, ganz schnell zu Gunther. Dann ein bisschen Hartholz holen. Hallo Pam, mit dir möchte ich heute nichts machen. Ach, zum Steinbruch wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte in die Stadt. Und Gunther das... Dinosaurier-Ei geben. Und ich brauche unbedingt diese Zwergenschriftrollen noch. So. Das ist auf jeden Fall was ganz Tolles hier, das Dinosaurier-Ei. Aber aus dem Dinosaurier-Ei kann ich auf jeden Fall auch Mayonnaise machen, glaube ich. So, Bushaltestelle Kalikowüste ist heute vielleicht noch drin. Mal sehen. Aber als erstes geht's mal hier runter und ich brauche unbedingt noch Seetang. Weil ich will so einen Fischteich bauen. Aber Hartholz ist da wahrscheinlich erstmal wichtiger. Und ich könnte natürlich bei Grobus auch noch so ein Schattenei kaufen. Da habe ich ja nur noch gar nichts. So, der eine Baum, der hier rumsteht, den werde ich mitnehmen. So. So, ihr Schleimis. Wunderbar. Ich brauche ja 150 Hartholz, um
brauche ja 150 Hartholz, um das Haus überhaupt auszubauen oder ausbauen zu können. So, da habe ich mir das Wohnzimmer jetzt schon geholt. Gut. Hier sind keine weiteren Bäume eigentlich. Oh, hier ist Lea. Hallo Nachbar. Wir leben beide außerhalb der Stadt. Bedeutet das was? Warte mal, ich könnte hier aber auch versuchen zu angeln. Vielleicht kriege ich ja den einen oder anderen Seetang. Aber ich brauche, glaube ich, 5-mal Seetang. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, das war zumindest kein guter Fisch, den ich hier gefangen habe. Das war nur normaler. Also die normalen Sachen. Eine Grünalge. Aber wo bekomme ich denn Seetang her? Aber Seetang ziehe ich doch, glaube ich, auch aus dem Wasser, ne? Seetang ziehe ich, glaube ich, auch aus dem Wasser. Aber hier sind die Fische irgendwie nicht so willig hier. Bei Krobus eigentlich, wie gesagt, bei Krobus könnte ich mir für 5000 das Schattenei holen. Die 5000 müsste ich eigentlich vom Geld her auf jeden Fall drinne haben. Auch wieder nur ein Schwarzbarsch. Ah, hier ist tiefes Gewässer. Vielleicht sollte ich da auch besser angeln. Und Lea, malt die oder liest die ein Buch? Sehr gut. Hier gibt es echt nur Schwarzbarsche drin. So, Momentchen. Den Baum nehme ich noch mit hier. Einmal hoch, da habe ich zumindest ein bisschen Holz gefarmt. Die Mayonnaise, wie gesagt, die kann ich ja noch verkaufen. Und bei den Fischen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber die sind, glaube ich, auch nicht so gut jetzt hier. Da muss ich mal sehen. Es ist schon wieder ziemlich spät, ne? Das kommt alles hier rein. Das verkaufe ich. Den einen Fisch packe ich hier noch mit rein. Ja. Den packe ich da mit rein. Angesät ist auch alles. Die Bohnen brauchen noch 2 Tage. Und morgen ist ja auf jeden Fall erstmal die Hochzeit. Also wenn ich jetzt hier schlafen gehe, lass einmal Melonenwein fertig. Ich will eigentlich Starfrucht einlegen hier. So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Den Wein, der ist, glaube ich, auch nicht gut. Der bringt zwar, ist das? Ne, das ist Melonen. Der bringt aber 1000. Hätte ich mir bei Krobus ja wirklich dieses Schattenei kaufen können. Für 5000. Komme ich dann nochmal schnell zu Krobus hin? Ohne, dass es hier... Eigentlich bekommt man auch so ein Schattenei, wenn eine Hexe über einen das Grundstück drüber fliegt. Aber natürlich kann man sich das Schattenei auch kann man sich das auch kaufen und das werde ich auch jetzt machen. Hallo mein lieber Krobus, ich weiß, du hast da was Feines für mich. Ich bin zu empfindlich, um bei Sonnenlicht rauszugehen. Die Bedingungen hier sind perfekt. Lust, etwas zu kaufen? Natürlich. Oh, du hast eine Omnigaode. Und das Schattenei nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Den Rest kann ich mir ja sowieso nicht leisten. Aber das Schattenei werde ich ausbrüten, weil da bekomme ich nämlich ein Schattenhühnchen raus. Und dann kann ich Schattenmayonnaise machen. Die brauche ich, wenn mich nicht alles täuscht, sogar für eine Quest. Diese Schattenmayonnaise und die bringt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Geld als die normale Mayonnaise, weil auch Entenmayonnaise bringt ja richtig viel Geld.
So, dann wollen wir mal schauen gehen, dass wir das Schattenei ausbrüten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, ja. Schattenei dort rein. Wunderbar. Da haben wir das alles ehrlich. Jetzt werde ich mal noch ein bisschen, jetzt muss ich mal ganz kurz schnell was machen. So, alles klar, jetzt können wir weitermachen. Honig braucht noch 2 Tage, das braucht noch, der Blumenkohl braucht noch 5 Tage. Ich glaube, hier ist nochmal, hier ist nochmal was fertig. Da kommt natürlich eine goldene Sternfrucht rein. Ich glaube hier, das wächst alles noch 9 Tage, der Blumenkohl 4 Tage. Da wäre Platz, da wächst nämlich gerade nichts. Das ist Preiselbeer für 280, kann ich verkaufen. Weizen oder so kann ich jetzt sowieso nicht anbauen. Und ich würde sagen, wir werden heute Penny noch heiraten. So, was haben wir denn? Oh, wir haben viel gemacht. Wir haben viel bekommen. Wir haben heute richtig viel Geld bekommen. Da habe ich die 5000 auf jeden Fall wieder drin. Was hat denn hier so viel? Oh, das Trüffelöl hat viel gebracht. Das hat viel gebracht. Okay. Na, das sieht doch ganz gut aus. 20.000, da habe ich, wie gesagt, das Schattenei auf jeden Fall drin. Und heute ist der 10. Tag im 2. Jahr und heute wird Hochzeit gehalten. Als Silke nach Pelikan kam, wusste niemand, ob sie in unsere Gemeinschaft passen würde. Aber ab heute wird Silke wie jeder einzelne von uns ein Teil unserer Stadt sein. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 10. Frühling Silke und Penny zu vermählen. Nun, dann lasst uns mal anfangen. Silke, Penny, als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehrensiegels erkläre ich euch hiermit zu Frau und... Nun, oh. Ihr dürft euch jetzt küssen. Ah, und wir haben endlich eine Ehefrau. Juhu! Party, Party, Party! Die Party steigt. Das Leben wird von jetzt an anders sein. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Oh. Ah, Knutschi, Knutschi, Knutschi. Ah, Penny ist bei uns. Hey, ich dachte, es wäre ganz lustig, dir einen Brief zu schicken. Ich weiß nur nicht wirklich, was ich schreiben soll. Hier ein kleiner Leckerbissen für dich. Sag's niemandem, aber ich habe das vor Ewigkeiten aus dem Hinterzimmer des Jürgenmarks mitgehen lassen. Shane. Paprika, Pepper. Okay. Dann werde ich erstmal 2-mal den Käse verkaufen. Und ich glaube, die Dinger kann ich auch verkaufen. So, dann wird meine Miets geknuddelt. Dann schauen wir mal, wo Penny ihr Zimmer eingerichtet hat. Genau, hier hinten ist Pennys Zimmer und Penny ist jetzt unsere Ehefrau und lebt mit bei uns auf dem Hof. Mutsch. Und wenn ich jetzt noch genug Hartholz hätte, hätte ich jetzt unser Haus auch noch ein bisschen ausbauen können. So, vielleicht bekommen wir ja heute auch nochmal ein Dinosaurier-Ei. Ah, nee, leider nicht. Schade. So, das Hühnchen wird geknuddelt, aber das ist alles super hier. So. Dann haben wir hier auch sogar noch ein bisschen Trüffel. Unser Schweinchen. Ah, unsere Ziege.
Du hast auch noch mal geknuddelt. Sehr gut. Ich glaube, ernten hier von dem Feld kann ich gerade nichts. So, dann der Trüffel hoch und die Milch. So, und ein Ei haben wir noch. Das kommt natürlich dahin. Wunderbar. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo... Ah, hier oben haben wir ein bisschen was. Ein paar Pastinaken hatten wir. Aber die kann ich alle halt verkaufen. Die bringen jetzt nicht so viel, aber ich kann noch dreimal... Ja, dreimal Blumenkohl hier unten noch anbauen. Der bringt vielleicht ein bisschen mehr noch. Und die Blumen sind hier auch fertig. Wunderbar. Das heißt, ich bekomme hier ordentlichen Honig raus. Ich muss auf jeden Fall Hartholz farmen gehen, damit ich die 150 Hartholz bekomme, damit wir unser Haus ausbauen können. Und dann hat sich sowieso erstmal alles ein bisschen erledigt. Das heißt... So, ich muss mal schauen, was überhaupt fertig geworden ist hier. Okay, Preiselbeeren, Blaubeeren, der Rotkohl braucht noch ein bisschen. 2 Tage noch, bis dass die Bäume groß sind. Und hier hinten ist nichts mehr. Gut. Iridium-Sprinkler könnte ich, glaube ich... Ah ne, da brauche ich eine Batterie dazu, ne? Und eine Batterie habe ich nicht. Okay. Da habe ich sogar noch ein paar goldene Blaubeeren. Also die weg, die weg, die weg. Die 3 goldenen, die hebe ich mir natürlich auf. Und dann brauche ich immer noch den Seetang, ne? Aber vielleicht könnte ich ja meine Hacke verbessern. Das sollte ich mir auf jeden Fall leisten können. Dann haben wir eine Goldhacke oder eine Gießkanne. Eine Gießkanne kann ich noch nicht. Die Gießkanne kann ich mir noch nicht verbessern. Ich muss ja immer gießen noch. So, hier habe ich nichts weiter. Gut. Hallo Pam, wie sieht's denn heute aus? Der Tag liegt in deinen Händen. Der Tag liegt in meinen Händen. Tja, das heißt Schädelhöhle oder... Aber erstmal was verbessern gehen hier. Hallo Clint, Werkzeug verbessern. Ich würde gern eine Goldhacke machen für 10.000. Danke, ich fange damit an, sobald es möglich ist. Wir haben aber immer noch 55.000. So, dann gehen wir auf jeden Fall zur Bushaltestelle. Bevor wir in die Wüste gehen, müssen wir uns natürlich noch das Hartholz holen. Wie viel habe ich denn eigentlich? 133 ist... Ich muss noch 2 Tage, denke ich mal, Hartholz sammeln. Ja, Seetang, weiß ich nicht, ob ich Seetang auch aus den Dingern rauskriege. Unsere Miete ist sogar hier unten. Dum, dum, dum. Und ich müsste mal wirklich zu dem einen oder anderen Dorfbewohner wieder gehen. Heute hat Vincent Geburtstag. So. Einmal hier nach oben und das Hartholz einsammeln. So. Sehr schön. Da gab es nur 2-mal Hartholz raus. Das ist... nicht so gut. So, was haben wir da bekommen? Eine Grünalge. 15 mal Hartholz insgesamt, das wird noch nicht ganz reichen und ich brauche eigentlich auch Kohle wieder, ne? Ich sollte vielleicht doch nochmal in die Schädelhöhle gehen. Vielleicht. Ich brauche ja auch endlich noch so eine prismatische Scherbe. Die
ist natürlich wichtig für das Galaxy-Schwert. Könnte man natürlich. Ah, wir könnten natürlich auch mal dieses Hinterzimmer von dem Shop gehen, weil wir haben ja vor langer Zeit dieses Dings bekommen. Warte mal, da komme ich nicht durch. So, wie viel Hartholz haben wir denn? 148. Oh, zwei Hartholz fehlen mir gerade mal. Das ist natürlich nicht so gut. Aber dann gehen wir heute noch einfach noch mal ganz schnell in die Mine. Also erstmal in das Hinterzimmer, weil wir haben ja dieses Ticket bekommen. Wir wussten ja nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Und ich habe jetzt schon wieder meine Monsterzutaten vergessen, die ich bei dem Kollegen mir hätte eintauschen können. Weil ich glaube, für Jade bekommen wir halt auch Treppen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier runter. Dum, 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 dum. Da sind Würmchen. Ah. Die kann ich nicht rausholen. Schade. Weil ich ja meine Hacke verkauft habe. So, Sternfruchtsamen. Nehme ich 20 mit. Omnigeoden nehme ich nicht mit für 1000. Das brauche ich auch alles nicht. Aber wir können jetzt, glaube ich, hier hinten reingehen. Ist das eine Clubkarte? Ja. Du kannst eintreten. Okay. Hey, das ist Mr. Q. Schön, dich endlich zu treffen, Kind. Willkommen in meinem exklusiven Casino. Ja, kann ich nochmal mit dir reden? Du hast dieses Funkeln, deswegen habe ich dich ausgewählt. Welches Funkeln? Ah, eine Leiter des Mysterios, der Kunst. Menschen wie wir haben die Verantwortung, die Welt am Leben zu erhalten und den gewöhnlichen Menschen einen Geschmack des Außergewöhnlichen zu bieten. Weißt du, die Welt ist wie ein Schlüsselreis. Sie hat Substanz, aber sie ist ohne eine gute, pikante Soße nichts wert. Und da kommen wir ins Spiel. Hast du dich je gefragt, woher die Schatzkisten im alten Minenschacht kommen? Ich mag es, Leute zu überraschen. Eines Tages wirst du verstehen. Gib einfach weiter dein Bestes und gib niemals auf. Okay. Statistik von Silke. Schritte, vergebene. Okay, Müll. Getötete Monster. Wow. Das kann ich nicht mehr spielen. Willst du ein wenig Calico-Check spielen? Hier brauchst du 100 Münzen. Okay. Psst, ich habe eine Statue des ewigen Glücks zu verkaufen. Für nur 1 Million Gold. Weißt du, was ich nehme? Keine Chance. Wehlweg, heute ist mein Glückstag. Oh, ich habe zu viel getrunken. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Kann in deinem Haus platziert werden? 3000. Sammlervogelscheuche, Magnetteleporterhof. Kostet 500 von denen. Kann ich wahrscheinlich Geld eintauschen oder so? Bei Coins, ja, hier oben kann ich kaufen. 100 Q-Münzen für 1000 Gold kaufen. Ja, komm. Einmal können wir ja spielen. Die Frage ist, was spielen wir denn hier? Dieser Tisch ist nur für die ganz Großen. Der Einsatz ist 1000 Münzen. Spielen. Du brauchst mindestens 1000 Münzen, um hier zu spielen. Hab ich doch, oder? Hab ich nicht 1000 Münzen eingetauscht? Ne, 100 hab ich. Ah, okay, okay. Dann spielen wir vielleicht hier mal. 100 Münzen spielen, okay. 12, ich nehme noch eine Karte. 13, 17, was denn? Ah, das ist 17 und 4, ne? Oh, ich habe verloren. 0 Münzen, geil. man sollte nicht im Casino spielen. Man sollte echt nicht im Casino spielen, das bringt nicht wirklich was. Da sind auch nochmal Würmchen. Wir haben es 15.10 Uhr. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz in die Mine gehen. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Ich weiß es nicht genau. Wir lassen uns einfach mal überraschen, weil ich kann ja den Fahrstuhl nutzen und kann auf Ebene 65 gehen. So. War. Wow.
Schleimi, lass mich in Ruhe. Wir haben eine Notiz gefunden. Brauche aber die Treppe, ne? Die sind ganz schön schwer zu erledigen hier, die Schleimer. Okay, ein bisschen Iridium habe ich gekriegt. Und die Treppe. Ich habe gar nicht so viel Energie hier. Okay. Das ist ja noch Quarz hier. Oh. Fledermäuse, schnell weg. Nee, ich gehe lieber raus hier. Es ist sowieso schon zu spät. Und ich will meine Sternentalfrucht oder meinen Samen da auch nicht verlieren. Also, es wäre natürlich toll gewesen, so eine prismatische Scherbe zu bekommen, aber das ist halt so eine Sache, die braucht halt wirklich, oder besser gesagt, die findet man erst auf den unteren Ebenen. So, das kommt alles hier rein. Die Weißalge verkaufe ich nicht, aber das verkaufe ich. Die Notiz lese ich. Okay, da ist was zu finden, da weiß ich auch schon, wo das ist. Da war ich sogar schon mal schauen. Moment, da könnte man jetzt glatt noch... Ah, nee, kann ich nicht hingehen, weil ich habe meine Hacke nicht mit. Okay. Das bringt also nichts. Dann kommt das alles hier rein. Die Weißalge nicht. Kann ich denn... Mit einmal Kohle kann ich immerhin... 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich immerhin einmal Eisen machen. So... Schauen, wo haben wir denn hier? Hier oben haben wir auf jeden Fall noch mal was für Sternfrüchte und hier haben wir auch noch einige. So. Und hier brauchen wir, wie gesagt, Iridium-Sprinkler. Der Kohl braucht noch einen Tag. Die Weißalge hebe ich mir mal sicherheitshalber auf. Packe ich mit in meine Angelkiste. So, jetzt gehen wir noch ganz schnell in unseren Schuppen. Holen uns noch die Mayonnaise, die da wahrscheinlich jetzt fertig ist. Ja, und der Wein auch. Also zweimal das Ei. So. Wunderbar. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Weißalge hebe ich auf. Trüffel müsste ich theoretisch gesehen auch eigentlich aufheben. So, mal sehen, was wir hier für einen Honig diesmal rausbekommen. So, die Weißalge kommt hier mit rein. Ich weiß nicht, ob ich hier noch... 48, am Morgen könnte ich dann das Haus ausbauen. Penny müsste theoretisch gesehen ja schon schlafen, oder? Einmal gießen. Da ist meine Penny. Kann ich mit ihr nochmal reden? Guten Abend, Schatz. Hast du alles erledigt, was du heute vorhattest? Wenn nicht, mach dir nichts draus. Wir haben alle Zeit der Welt. Das stimmt, meine Liebe. Komm, wir gehen schlafen. Ah, unsere erste Nacht mit Penny.
Okay, knappe 8000 kann ich mit leben. Reicht auf jeden Fall. Jetzt hauen wir noch ein bisschen Hartholz in der nächsten Folge und dann können wir unser Haus auch ausbessern. So, einmal hier gießen, noch einen Tag, dann ist die Frucht endlich fertig. Meine Penny ist hier, guten Morgen. Ich wollte schon immer meine eigene Bibliothek, das ist so zauberhaft. Knutsch und das war's. Ah, die braucht noch einen Tag. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge Stardew Valley wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.